Willkommen zurück auf Minibrunnen beim Landwirtschaftssimulator. Ich fahre jetzt schnell den, wie heißt der, TSZ, ESZ, HTZ zur Reparatur und danach verkaufen wir unser Holz. Dann gibt's Geld. Wird doch Zeit, dass ich mal hier endlich ein bisschen reich werde. Ach, ich park doch mal wieder bescheuert. So. Reparieren? Ja. Reparieren? Ja. So. Jetzt sind wir Geld losgeworden. Und jetzt müssen wir auch Geld verdienen. Dazu nehmen wir unseren Case. Oh Moment, erstmal. Ich bin schon wieder viel zu schnell. So. Den Flug brauchen wir jetzt nämlich nicht mehr. Zack. Fertig. Oh, ist ja langsam rückwärts. So, lassen wir den einfach hier stehen. Jetzt nehmen wir uns den Case und fahren den Zirkus. Oh, schon wieder rückwärts. Und fahren den Zirkus hier zur Mühle. Quatsch, Mühle. Zum Sägewerk natürlich. So. Und rein hier. Hoffentlich komme ich hier rum. Passt. Super. Willkommen beim Sägewerk. Es gibt Geld. So, Spanngurte ab, aussteigen und Sägewerk da. Na? R. 10.000 Euro. Das heißt, sie sind jetzt bei 28. Cool. So. Jetzt stellen wir den hier wieder hin. Alles klar. Und koppeln ab. Und jetzt geht's wieder zurück. Da fällt mir ein, wir haben doch hier. Hier kann doch noch gedüngt werden. Genau. Du siehst aus. Okay, und hier oben kann gedüngt werden. Weil hier ist schon zweite Wachstumsstufe. Das heißt, wir nehmen uns den hier. Warte mal. Wenn wir die Gabel schon dran haben. Wie sieht es mit den Hühnern aus? Sauberkeit ist okay.
So. So. Das Heckgewicht muss weg. Und jetzt brauchen wir den Düngerhansel. Dann lassen wir den nämlich ganz schnell düngen. Während wir uns ums Holz kümmern. Oh, wo ist der Düngerhansel hin? Ach, der ist doch hinten. So. Da hinten steht er. Alles klar. Jetzt fragt ihr euch natürlich, warum ich das Ding vorne ran geklemmt habe. Ganz einfach. Weil ich jetzt gleich hier das Ding aus dem Salat ziehen will. Der alte Überladewagen hat mir besser gefallen. Wenn er denn gut funktioniert hätte. So. Ach nein. So, Johnny. So. Johnny, übernehmen Sie. Aufgabe erfolgreich. Du fährst schief. Verschief, du Pfeife. So fährst du gerade. Nein, Quatsch. Escape. Okay, funktioniert. So, und irgendjemand wird jetzt blockiert. Das bist du. Ja, da sollst du auch gar nicht langfahren. Du musst hier schon wenden. Und jetzt sag nicht, dass du jetzt bei jedem Baum sagst, du wirst blockiert. Dann blockiere ich dir eine. Oh, der muss ganz schön ziehen. Der muss ganz schön ziehen, mein Freund. Na gut. So, und jetzt können wir uns endlich ums Holz kümmern. So. Da ist der große Baum. Da ist der zweite große Baum.
Alles klar. So. Also, als erstes werde ich die hier entasten. Wow. Alles klar. Springen. Hallo. So. Sehr gut. So. Wow. Okay, ich bin glücklich. Ach so, na gut, dann sägen wir den hier ab. So. Jetzt machen wir noch den zweiten. Dann ziehen wir den Stamm raus. Und dann holen wir das Gehäcksel ab. Da hat jemand seine Arbeit erfolgreich beendet. Na, das hört man doch gerne, oder? Jawohl. Jawohl. So, jetzt mal gucken, dass der hier drüben ja wohl macht. Wow, 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 nicht umkippen. Wir haben ja hier schließlich noch ein paar Äste. So, ah, hier ist noch einer. Passt. Passt. So. Na, das schnurrt ja hier richtig. Perfekt. So, jetzt brauche ich den Holzschlepper. Muss ich den nehmen? Ja klar, für den Kleinen ist es ja zu schwer. Na gut, dann schleppen wir jetzt mit dem das Holz. Volle Granate. Ach,
der ist fertig mit Düngen. Okay. Mich wundert, dass er da drüben jetzt noch gar nicht mitgemacht hat. Wollen wir den mal fragen, ob er das zweite Feld auch gleich düngen will? Färbt sich das? Nein. Doch. Nee, macht er nicht. Okay, dann müssen wir hier noch warten. So. Was? Ich bin doch ein Trottel. Ernsthaft? Ist das euer... Ja, und du hast dich hier wieder. Heute geht aber auch alles schief. Nein, du wirst nicht durch ein Objekt blockiert. Wenn ich drücke H... Dann wirst du nicht durch ein Objekt blockiert, sondern sagst du, danke Chef, dass ich arbeiten darf. Ey, nee. Jetzt muss ich ihn irgendwie abschleppen. Muss ich ihn irgendwie abschleppen. Na gut, dann mache ich aber nächstes Mal. Kann ich irgendwie gegentreten oder so? Ey, Mistding. Na gut, ich sage danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Jetzt bleibt das Ding hier stehen. See you later.